Willkommen beim Louis How To Captain Kit Wechseln. Zunächst Verkleidungs- und andere störende Bauteile abnehmen, um das Ritzel freizulegen. Die Ritzelabdeckung könnt ihr gleich reinigen mit Ketten- oder Bremsenreiniger. Und stellt für den gelösten Dreck eine Auffangschüssel darunter. Danach ist die Ritzelschraube dran. Steckschlüssel ansetzen, eventuell mit einer Verlängerung arbeiten, um mehr Kraft auszuüben. Wenn ihr allein seid, betätigt mit einer Hand die Fußbremse und blockiert so Hinterrad, Kette und Ritzel. Natürlich ist dieser Arbeitsschritt zu zweit bequemer. Jetzt trennt die Kette. Geht prima mit so einem Kettentrennwerkzeug. Wem der Vorgang nicht ganz klar ist, der bekommt in unserem Louis How To Kette trennen und vernieten Video diesen Arbeitsschritt genauer erklärt. Nun also runter mit der alten Kette und dem Ritzel. Das neue Ritzel gleich aufsetzen. Wichtig, achtet auf die richtige Seite. Die Beschriftung zeigt nach vorn. Nur noch leicht anschrauben, keinesfalls fest. Steppt zum Hinterrad und baut es aus. Bei diesem Motorrad muss der Tachosensor vorher noch abmontiert werden, kein Problem. Ansonsten dürfte bei euch alles sehr ähnlich aussehen. Beim Lösen der Radmutter links kontert auf der anderen Seite die Achse mit einem Schraubenschlüssel. Hier, ein Stück Holz unter dem Reifen kann beim Entnehmen der Achse helfen. Ist die Achse ausgebaut, legt bitte Lappen oder Tücher um die Schwinge. Die verhindern das Verkratzen von Schwinge, wenn der Bremssattel herausgenommen wird. Um das große Kettenrad vom Hinterrad herunterzunehmen, platziert das Rad mit der Bremsscheibe nach unten auf einem weichen Untergrund. Nun heißt es Schrauben lösen, Kettenrad abnehmen und den Bereich mit Bremsenreiniger säubern. Dreck hat unter dem neuen Kettenrad schließlich nichts zu suchen. Dann setzt das frische Kettenrad auf, natürlich richtig rum, mit der Beschriftung nach oben. Beträufelt die selbstsichernden Muttern mit etwas Schraubensicherung, schließlich hält doppelt in diesem Fall wirklich besser. Zieht über Kreuz die Schrauben fest. Zum Schluss sind alle Schrauben mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen, natürlich auch über Kreuz. Drehmomente für euer Fahrzeug erfahrt ihr beim Freundlichen oder aus Werkstatt und Handbüchern oder im Internet. Und denkt auch daran, ein Drehmomentschlüssel sollte nach Gebrauch wieder entspannt werden, damit die Feder nicht ausleiert. Bevor das Hinterrad wieder eingebaut wird, sollte die neue Kette schon mal über das Ritzel gezogen werden. Ihr habt es dann insgesamt einfacher bei den folgenden Schritten. Das Hinterrad wird in Position gebracht, indem ihr wieder das Holz zur Hilfe nehmt. Bringt das Radachsenloch in die richtige Höhe und setzt die Kettenspanner links und rechts ein. Jetzt schiebt die Achse durch, notfalls mit leichten Schlägen vom Gummihammer und setzt die Achsmutter mit ein paar Drehungen von Hand locker drauf. Achtung, hier hat noch niemand etwas von Festschrauben gesagt. Bei unserem Motorrad muss noch der Tachosensor positioniert werden. Legt das obere Kettenende am Kettenrad an und zieht es durch Drehen am Hinterrad drüber.
Das untere Ende sollte nun im direkten Anschluss angelegt werden, sodass es nicht herunterfallen und das Nietschloss beide Enden verbinden kann. Fettet anschließend die Nietschlossbolzen ein und schiebt je einen O-Ring darüber. Das Nietschloss wird jetzt von hinten durch die Kettenösen gedrückt, dass die Bolzenköpfe nach vorn herausstehen. Schnell noch ein wenig fetten, die beiden übrigen O-Ringe über die Köpfe legen und das Kettenblech draufsetzen. Fest von Hand zudrücken. Das Schloss muss vernietet werden. Und das funktioniert so. Bewegt die Kette so weit, dass ihr uneingeschränkt am Schloss arbeiten könnt. Zum Vernieten der Kette braucht ihr spezielles Werkzeug, wie zum Beispiel das Kettentrennen- und Vernietwerkzeug hier. Bereitet das Tool entsprechend der Bedienungsanleitung vor und presst damit das Schloss insgesamt kräftig zusammen. Ganz wichtig ist eine anschließende Blickkontrolle, ob das Schloss mit der Kette in einer Flucht liegt. Alles okay? Dann geht es jetzt ans Vernieten der Bolzen. Werkzeug umbauen und mit viel Kraft beide Bolzenköpfe bearbeiten. Die so vernietete Kette auf Spiel und Beweglichkeit prüfen? Fertig seid ihr damit! Übrigens, wem das zu schnell ging, das Luis-Video How to Kette trennen und vernieten beschreibt den Vorgang sehr ausführlich. Bitte jetzt aber ran an die Kettenspiel- und Durchhangeinstellung. Ihr ermittelt die strammste Stelle und schraubt dann auf beiden Seiten gleichmäßig an den Kettenspannern, um die Radflucht zu erhalten. Die sichtbaren Markierungen sind hier recht hilfreich. Achtet auch auf die Angaben des Motorradherstellers, wie das Kettenspiel eingestellt werden soll. Ebenso ist der Blick ins Handbuch sinnvoll. Den Durchhang der Kette kontrolliert ihr später, wenn das Bike wieder festen Boden unter den Rädern hat. Kontrolliert aber jedenfalls die Stellung der Achse. Links und rechts müssen gleiche Markierungen zu sehen sein. Wenn alles bis dahin stimmt, könnt ihr jetzt die Achsmutter wieder festziehen. Wichtig ist auch hier immer wieder eine kurze Sichtprobe. Wie hoch ist das Kettenspiel? Im Zweifel löst nochmal die Achsmutter und zieht oder löst die Kettenspannschrauben. Zufrieden? Dann die Schrauben an den Spannern kontern. Wendet euch der Ritzelmutter zu und löst sie zunächst. Gebt etwas Schraubensicherung auf das Antriebsgewinde, dreht die Mutter wieder drauf und zieht sie an. Dabei drückt ihr die Fußbremse. Nehmt den Drehmomentschlüssel und zieht die Mutter entsprechend den Herstellervorgaben fest. Kleiner Tipp: Ein Stück Holz zum Blockieren des Hinterrads erspart wilde Verrenkung und den zweiten Mann. Das Ritzel muss gesichert werden. An diesem Beispiel Bike erledigt das eine Kerbe, die an die Sicherung geschlagen wird. Bei anderen Fahrzeugen kann das auch durch ein Blech gesichert sein, das dann umzulegen ist. Nacheinander sind dann alle Verkleidungs- und anderen Teile, die ihr vorher abgeschraubt habt, wieder dran zu schrauben. Natürlich mit Drehmomenten nach Herstellerangaben. Jetzt könnt ihr das Bike auf den Boden stellen und die Kettenspannung nochmal kontrollieren. Draufsetzen, ein wenig wippen, absteigen und gemäß Handbuch das Spiel der Kette messen, ist kein Problem. Einmal noch die Achsmutter mit dem Drehmomentschlüssel richtig anziehen und fertig seid ihr mit dem Kettenkitwechsel. Alle hier verwendeten Produkte findet ihr in der Videobeschreibung, in eurer Luis-Filiale und unter luis.de.